Hallo. Ich werde in Interviews ganz oft gefragt, was ist denn dein Lieblingsbuch? Und ich habe immer gesagt, ich habe 5,9 Milliarden Lieblingsbücher. Ich kann das wirklich nicht so genau sagen. Bin jetzt aber in mich gegangen und habe festgestellt, ich habe sehr wohl ein Lieblingsbuch. Ein absolutes, ultimatives Lieblingsbuch, das ich auch tatsächlich mindestens, na, 5 bis 6 Mal gelesen habe. Vor kurzem wieder. Weil es jetzt eine TV-Serie gibt. Und zwar, Trommelwirbel, mein absolutes Lieblingsbuch ist Spiegelverkehrt, Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Ich habe es gelesen, als es rausgekommen ist. Es ist schon echt alt. Also uralt. Ich weiß gar nicht, wann das erste Mal erschienen ist. 91 Copyright und 97 ist es dann das erste Mal in dieser Fassung erschienen. Und ich habe damals, ich erinnere mich, ich habe damals noch Häuser und Wohnungen vermietet und ich habe in der Mittagspause gelesen, ich habe vor der Arbeit gelesen, ich habe nach der Arbeit gelesen, ich habe nachts gelesen, ich bin nicht mehr ins Bett gegangen, ich habe durchgelesen. Diese Geschichte von Jamie und Claire ist großartig. Ja, diese Liebe, ja, sie ist sehr ausufernd von ihren Formulierungen her. Die Übersetzung ist, glaube ich, auch ganz prima. Ich habe sie nicht im Original, in der Originalfassung gelesen. Diese Bücher haben mich begleitet. Auch dieser Sprung in die Vergangenheit, der ist so lebendig beschrieben. Sie ist ja erst Krankenschwester, als sie das zweite Mal geht, ist sie Ärztin. Und diese Sicht auf diese Zeit finde ich großartig. Auch diese Überlegung, dass ihre Heldin von der Frau Gabaldon ja nicht aus der Jetztzeit kommen kann, weil dann einfach der Bruch zu groß ist, sondern dass sie letztendlich den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, um dort besser sich einzufinden, als wenn sie aus der heutigen Zeit gekommen wäre. Ich liebe dieses Buch so. Und es gibt verschiedene Bände, 7 mittlerweile. Ich habe irgendwann, ich glaube, den 7. habe ich nicht mehr so intensiv gelesen. Das wurde dann mir zu kompliziert. Das tut aber der Serie keinen Abbruch. Einige meiner Bücher sehen so aus. Ist das nicht schlimm? Ich glaube, das hatte ich mit in irgendeinem Urlaub. Und es hat viel erlebt. Alle meine Bücher haben viel erlebt. Also, es gibt definitiv zu vermelden, ich habe doch ein Lieblingsbuch. Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Ich liebe es. Ich kann es nur jedem empfehlen. Und die Serie kommt jetzt demnächst im Fernsehen. Richtig gut. Tschüss.